Ja, wir wollten noch ein bisschen was über Zehnball, glaube ich, berichten. Hier zum Beispiel der Break beim Zehnball. Ja? Es gibt ja großartige Spieler, die vor allen Dingen einen ganz tollen Zehnball-Break haben. Ich glaube, Shane van Boning wird meistgenannte Spieler sein, der ein ganz tolles Zehnball-Break hat und natürlich noch viele andere. Ja? Die Klassiker Earl Strickland, Johnny Archer, Ralph Souquet, die haben alles tolle, tolle Breaks im Zehnball. Auf was muss man nun mal genau achten? Also es ist natürlich viel schwieriger im Zehnball erfolgreich zu breaken als zum Beispiel im Neunball, wo man mit den Eckkugeln recht gute Kandidaten hat, die mit den neuen Rack-Methoden, Magic Ball Rack oder getappte Tische, wo die Eckkugeln natürlich sehr konstant fallen. So eine hochprozentige Kugel hat man im Zehnball nicht. Im Zehnball hat man die hochprozentigsten Kugeln, die die beste Chance haben zu fallen, wären die zwei Kugeln hinter der 1, wenn man hier diese Center Breaks in der Nähe vom Center breakt. Natürlich gibt es auch viele Spieler, die gern von der Seite aus breaken und manchmal wird es sogar zur Vorschrift. Ich glaube, bei der neuen Euro-Tour ist es sogar Vorschrift, dass man von außen breaken muss. Dann zielt man eher mit einem bisschen leichterer Break und man könnte dann auf die 1 gehen in die Mitte, die normalerweise im Vergleich zum 9-Ball-Rack, weil ein bisschen mehr Material hinten dran ist, ein bisschen mehr abprallt und damit ein bisschen zu lang kommt. Ja? Die zweite Kugel von hier aus zu bekommen ist sehr, sehr schwierig, also würde ich eher nicht versuchen, sondern meistens probiert man natürlich von nahe dem Center zu breaken und hat hier dann beobachtet die zwei Kugeln hinter der 1. Da kann man einiges vorhersagen. Also die zwei Kugeln hinter der 1, die sind ungefähr mit 30% dabei, wenn es getappt ist oder Magic Ball Rack. Das ist schon mal eine gute Quote. Dann ist die 1, die nimmt gewöhnlich diese Richtung zum Eckloch, ist allerdings höchstens zu 5% dabei, aber die dient uns eher als Einsteiger nach dem Break. Während 4 und 5, ja, die bleiben eher hier in der unteren Hälfte, so mittleren unteren Hälfte. Während die Eckkugeln, zum Beispiel die 6 über 4 Banden dann Richtung diese Ecktasche geht und die 9 über 4 Banden auch Richtung diese Ecktasche geht. Die 7 und die 8, die 7 wäre dann eher in diese Richtung runter und die 8 eher in diese Richtung runter. Die haben alle bescheidene Prozente im Bereich zwischen 5 und 10%, aber eher Richtung weniger wie 5 und fast gegen 0 geht natürlich die 4, 5 und 10. Und jetzt schauen wir uns das aber an. Das Wichtige bei dem Break ist, die höchsten Chancen hat also die 2 und die 3 in die Mitteltaschen. Und wenn die nicht gehen sollten, dann müsst ihr unbedingt wissen, bevor ihr wieder breakt beim nächsten Spiel, habe ich die das letzte Mal zu kurz oder sind sie zu lang gekommen? Denn da liegt eure Macht, sage ich mal. Sind sie zum Beispiel zu lang gekommen, könnt ihr die Weiße ein bisschen weiter nach innen legen, dann kommen sie länger natürlich, dann wäre es also, wenn sie zu kurz kommen. Dann könnt ihr weiter nach innen legen und sie kommen etwas länger oder fester spielen. Kämen sie zu lang, könntet ihr weiter rausgehen. So eine Kugelbreite reicht erstmal oder leichter breaken. So habt ihr also ein bisschen Einfluss auf diese zwei Kugeln hinter der 1. Schauen wir uns jetzt mal eins dieser Breaks an. Okay. Okay, hat man deutlich gesehen, 2 und die 3, beide zu lang. Ja. Die 6 und die 9, die wurden irgendwie aufgehalten, die haben es gar nicht rund um den Tisch geschafft, was ungewöhnlich ist. 8, 7 haben ihre Richtung gehabt, 1 auch. Und schauen wir uns einfach noch ein Break an, was ich beim nächsten Break mache. Ihr könnt das ja schon mal in der Zeitlupe betrachten. Aber im nächsten Break werde ich ein bisschen weiter rausgehen und dann schauen wir uns nochmal die 2 und die 3 an. Ob ich die da nicht noch ein bisschen näher an die Mitteltaschen dran bekommen kann. So, jetzt habe ich also hier nochmal die gleiche Situation und diesmal gehe ich mit der Weißen ein Stückchen weiter raus. Und dann schauen wir mal, ob wir die 2 und die 3 jetzt ein bisschen näher an die Mitteltaschen bekommen.
Immer noch zu lang. Aber den Rest, wie wir sehen, hier 7, 8 in diese Richtung, 1 auch. Wie die jetzt in die Mitte kommt, ist mir eher rätselhaft. Ich glaube, die hat einen Kick bekommen. Die 9 hat es gut geschafft über 4 Banden hier in diese Richtung. Die 6 wurde wahrscheinlich sicherlich aufgehalten. Hat vielleicht was mit der 1 zu tun. Und das könnt ihr euch sicherlich in der Zeitlupe nochmal genau anschauen. Und ja, das ist ein interessanter Break gewesen, auch wenn er nicht erfolgreich war. Das heißt, ich müsste jetzt tatsächlich noch ein Stückchen weiter rausgehen oder leichter breaken, um die 2 oder 3, eine von beiden, endlich mal in die Mitte zu bekommen. So, und hier haben wir wieder die Situation vom ersten Break. Dann haben wir das zweite Break hier gehabt. Jetzt gehen wir halt noch ein Stückchen raus. Und das ist schon fast ungewöhnlich. Da bin ich schon fast genau auf der Linie des Diamanten. Und jetzt müssen wir es aber bestimmt näher drin kriegen. Die 2 und die 3 Richtung Mitteltasche. Okay, der war repräsentativ, denn die 2 hat ihren Weg gefunden, die 3 wurde aufgehalten, offensichtlich von der 6, die da an der Ecke lag. Das passiert öfter, dass die Kugel, die hier in die Mitte laufen soll, von der Eckkugel getroffen wird. Anders kann ich mir auch nicht erklären, dass die 6 hier liegen geblieben ist, und die 9 hat es offensichtlich um den Tisch herum geschafft. Die 7 auch über die eine lange Bande hier runter. 1 auch da, wo sie hingehört. Die 8 wurde irgendwie aufgehalten. Das könnt ihr in der Zeitlupe sicherlich gut sehen. Ist ein bisschen lang der Ball hier auf die 1, aber zumindest ein Einsteiger. Und nach 3 Versuchen habe ich also meinen Punkt gefunden, wie der Break an diesem Tisch einigermaßen gut funktioniert. Und von dort baut man drauf weiter auf und kann relativ konstant, wie ich bereits sagte, ungefähr mit 30% ist man dabei auf eine der beiden Kugeln hinter der 1. Und man kann natürlich wie der Anfänger auch das Glück haben, dass irgendeine Kugel noch irgendwo fällt. Beziehungsweise mit den bescheidenen 5 oder 10%, wo ja auch noch die 1 oder die Eckkugeln dabei sind.